Hallo und willkommen zurück zur Pokémon Smart Wedlock Challenge. Und wie ihr eben sehen konntet, wurde Grease leider besiegt von einem gewissen, von einer gewissen Oma. Denn Grease ist in einer Reihe von 4 Kämpfen angetreten und beim letzten Kampf ist es leider gescheitert, aber das hat man davon, wenn normal gegen Kampf-Pokémon kämpft, also kein Wunder. Ich habe auch nicht aufgepasst, dass es Turmkick beherrschen würde, ausgerechnet. Es hätte auch einfach daneben gehen können, aber egal. Jetzt ist es passiert und unser Grease ist tot. Beim Training schon, aber ja, das passiert einfach. Was wir im Moment tun können, ist nichts. Also wir können uns kein neues Pokémon einfach herkriegen, aber später dann irgendwann, ich glaube in der Wüste wird es dann gehen. Weil wir haben jetzt kein männliches, hätten keinen männlichen Partner für Korea. Okay, dann wollen wir uns mal verabschieden. Level 22 hätte eigentlich das Größte daraus machen können, aber normal Pokémon halt, ne? Also nicht ungefährdet. Nochmal ein Blick auf Angriff und Spezialangriff, alles eigentlich total super Status, aber es hätte trotzdem nicht gereicht. Dann tschüss Grease, du hattest auch deine Chance. Und du hast sie gut genutzt. Okay, dann nochmal Korea schnell heilen. Absetzen und heilen. Wieder zurück. Und wir können eigentlich so gut. Also wir können jetzt die Arena betreten, finde ich. Wir haben genug trainiert. Bloß mit wem? Ich denke, Mexiko und British dürften eine gute Wahl sein. Na, wie sieht es aus auf dem Weg zum Champcradar? Die Arenaleiterin von Bad Lavastadt, Flavia, setzt Feuer-Pokémon ein. Ihre Leidenschaft für Pokémon brennt heißer und stärker als ein Vulkan. Komm ihr nicht zu nahe, du verbrennst dich. Lösche die Glut mit Wasser, dann besiege sie. Danke für den heißen Tipp, Junge. Junger Empfangsbursche. Und hier warten gleich ein paar Doppelkämpfe auf uns, würde ich mal schätzen. Mit Korea werde ich jetzt also nicht antreten, weil sie alleine ist und sie ist außerdem, oder ja, sie ist Käfer-Pokémon, deswegen bringt das nichts in einem Feuer, oh, in einer Feuerarena. Und ich sehe gerade, ich müsste die Animation wieder einstellen. Oh. Ich wechsle mal zu British. Ja, und meine Frage des Tages, wie ist es euch in den letzten Tagen so ergangen? Ja, schlichte Frage. Ich habe verloren, ich hatte nicht einmal den Kampf unter Kontrolle. Hattet ihr die letzten Tage unter Kontrolle? Was ist da passiert? Sagt's mir ruhig. Und ja, wollen wir mal schnell. Ich habe eben gesehen, Mexiko ist eigentlich ziemlich schwach gegen Spezialverteidigung. Also so Sachen, die, so Attacken, die Spezialangriff ausgerichtet sind. Dagegen ist er schwach. Ich werde es noch einmal probieren, wenn es zu viel wird für Mexiko, dann kämpfe ich am Ende mit Team Spain. Und Schlammbad. Steinwurf ist ja nur physisch. Aber alles andere, zum Beispiel Hitzekoller, da erinnere ich mich, dass die Leiterin Hitzekoller einsetzt, die Attacke geht voll ab. Und ja, wollen wir mal sehen, ob es da was hilft. Au, 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 ha, ist das heiß.
Kann dein Pokémon 200 Grad aushalten? Ja, das habe ich mich gerade gefragt. Geht das für Mexiko? Aber ich denke, ich werde es lassen. Und die Animation habe ich vergessen. Egal. Ich werde Team Spain einsetzen. Schlammbad und Blubstrahl. British wäre schon ganz stark. Nur bietet sich Mexiko als Alternative nicht so richtig. Da, das habe ich gemeint. Nee, das... Okay. Schlammbad kann auch vergiften. Kikleon wurde zu Gifttyp. Jetzt wird's kritisch. Ich glaube, ich setze einen Supertrank ein. Und... Walzer ist Gestein. Nee, Blubstrahl. Wassertyp. Dann nochmal. Au. Oh. Schlammbad. Und da es jetzt ein Wassertyp ist. Walzer. War es jetzt nötig? Egal. Der Schweiß lief mir in die Augen. Die Hitze war nicht stark genug. Ach, die jammern alle rum. Und deswegen setze ich jetzt mal China. Obwohl, China dürfte da auch ein bisschen gefährdet sein. Aber macht nichts. Hier sind zwei weitere Löcher. Welches nehmen wir? Ach, da kann ich gar nicht ran. Deswegen hier. Hier war ich schon. Da oben. Hier war ich noch nicht. Achso, ja, ich war im Fahrradladen und habe mir endlich ein neues Rad angeschafft. Was heißt ein neues? Und mein erstes Rad angeschafft. Es ist ein Kunstrad und damit können wir auf einem Gelände rumradeln. Ich versuche, Stress abzubauen. Komm her, ich will mich abreagieren. Also zum Beispiel gibt es so Steine in der Welt, wo die man nur mit dem Kunstrad bespringen kann und wir dann auch so unerkundete Gegenden auschecken können und so ein paar neuen Items gelangen, die wir ohne das Rad nicht erreichen könnten. So, hier dürften wieder neue Trainer sein. Aber... Ich frag mich, wann wir da sind. Shit, das war... Achso. Okay. Siehst du, wie wild die Flammen züngeln? Sie bejubeln meinen Sieg! Oh ja. Aber wir werden in diesem Part... Flavia rannehmen, sie besiegen und den Vulkanorden, heißt er glaube ich, ergattern. Und uns dann wieder auf die Socken machen. Ja, so wieder die Frage des Tages, ist euch die letzten Tage so widerfahren für besondere Sachen? Lasst es mich wissen, schreibt's in die Kommentare. Oh Gott, ich frag mich wann wir endlich da sind. Bei Flavia, der Arenaleiterin. Ich finde diese Effekte, wie der ins Loch springt oder ins Loch hineinfällt und da so emporfliegt. Finde ich lustig so, gerade eben auch.
Ach. Shit, das war ein Trainer. Naja, Training schadet ja nie. Ist ja bekannt. Das Gute ist, dass sie immer nur ein Pokémon haben und das freut mich. Lehmschelle. Erstmal der Aquaknarre. Geduld. Ja, so weit kommt es noch. Nochmal Aquaknarre hier. Level 30. Bald dürfte sich unsere Spain mal weiterentwickeln. Ich glaube auf Level 36 und nicht 32. 36 wird sein. Und das war das falsche Loch. Also wir werden bald da sein. Keine Angst. Es ist immer noch Zeit. Hoffe ich. Wie der den Boden so erschüttert. Mit den ganzen Löchern. Okay, das müsste es, glaube ich, sein. Nein. Oder? Doch, doch. Wird es sein? Ja, da sind wir. Bei Flavia angelangt. Und ich bin somit bestens vorbereitet. Noch bevor wir verbrannt werden mit irgendeinem. Mit irgendeiner Attacke. Aber ich sehe gerade, wir haben nur Selbstheilung vor Vergiftung. Das sind alles Seelzutaten. Ich denke, eine Sinelbeere gebe ich für China und die Maronbeere lasse ich für Spain. Okay, dann wollen wir mal. Willkommen, halt, warte. Hallo, du Winzling von Trainer, wie schön, dich hier zu sehen. Ich bin verantwortlich für... Nein, warte. Ich bin Flavia und ich bin die Arena-Leiterin hier. Du solltest mich nicht unterschätzen, nur weil ich noch nicht so lange Leiterin bin. Ah ja. Ich habe das Talent meines Großvaters geerbt und daher, kann ich dir die heißen Attacken zeigen, die wir hier entwickelt haben. Ja, Text gut einstudiert, Flavia. Denn wir haben gerade gehört, sie ist nicht lange Leiterin, das ist eine Frischlingsleiterin. Und ich, blöd, man hat vergessen, die Animation wieder einzuschalten. So schwer ist das wirklich. Jetzt frage ich mich nochmal, was ist stärker? Attacke oder Attacke? Und zwar um einiges. Und 20, um mehr als 20. Deswegen setze ich Felsgrab ein. Senke ein bisschen die Initiative. Sonnentag. Ja, der Gegner wird eine doppelte Schwäche haben für Wasser und Boden. Deswegen muss ich da eigentlich nichts befürchten. Aquaknarre. Deswegen muss ich da nichts befürchten. Schneckmack. Lass mal Spain drin. Ich glaube, ich werde Spain auch gar nicht auswechseln, weil... Wieso denn auch? China würde direkt pulverisiert werden von Feuer. Ich versuche wieder Felsgrab. Und das wäre effektiv gewesen. Und Camerupt. Camerupt. Achso, ich glaube Erdbeben. Erdbeben dürfte ein Problem sein. Ich versuche mal Lehmschelle zuerst. Und dann glaube ich nochmal. Oder? Doch, nochmal Lehmschelle. Jetzt geht die Attacke daneben. Na endlich. Aquaknarre. Jetzt hat noch keinen Tank benutzt. Das ist schlecht, weil beim letzten Pokémon wird sie bestimmt noch alle Tränke hier hergeben. Kurtel, okay. Jetzt ist Sonntag wieder vorbei. Das ist eine gute Nachricht. Hitzekoller wird nicht sehr viel bringen.
Sonntag. Jetzt setzt sie wieder Sonntag ein. Damit verstärkt sie Feuerattacken. Ich benutze nochmal Lehmstelle. Ach, es gibt für den gar keine Statusveränderung. Fuck. Na dann, Argwagnare, aber los hier. Das bringt es auch nicht sehr. Fuck. Setz mal Supertrank ein. Hitzekoller, da wäre die gewesen. Da wäre die gewesen. Aber Spezialangriff wird danach gesenkt nach einem Einsatz. Ich werde nochmal Supertrank einsetzen. Nur für den Fall. Nochmal Hitzekoller, das bringt dir überhaupt nichts mehr. So, was tue ich jetzt am besten? Ich glaube, ich versuche nochmal Felsgrab. Nochmal Supertrank hier. Felsgrab los! Was? Fuck. Was geht hier ab? Spain, streng dich an, komm. Ich muss es irgendwie schaffen, es einzuschläfern. China. Na gut, China, komm raus. Ich vertraue dir. Hypertrank setzt sie sogar ein. Schlafpuder. Ist eingeschlafen. Gut, sehr gut. Jetzt muss ich zweimal, also einmal Supertrank für Spain und einmal Paraheiler. Schon aufgewacht? Gibt's ja nicht. Nochmal Schlafpuder. Es muss gehen. Fuck. China wurde besiegt. Nicht gut. Nicht sehr gut. Überhaupt nicht gut. Weil ich einfach noch keine guten Attacken habe hier. Felsgrab. Nein. Wieso geht's daneben? Ich muss es so oft versuchen, wie es geht. Bringt jetzt auch nicht, wenn ich Paraheiler benutze, weil dann wird es wieder sofort paralysiert vom Body Slam. Und meine letzte Felsgrab-Attacke geht auch daneben. Jetzt wird es richtig kritisch. Dem Schädel. Die ist noch stärker als Aquaknarre.
Und dann noch ein letztes Mal Supertrank. Wieder Hypertrank und wieder diese Tränke. Nein, wieso setzt sie Hypertrank ein? Ich glaube, wir gehen jetzt die Attacken aus. Kann das sein, aber... Wir dürfen nicht aufgeben. Bis unser letzter Trank weg ist. Wir müssen einfach weiterkämpfen. Anziehung? Was? Anziehung? Ich glaube, hier gehen wirklich die Attacken aus. Ja, es schaut danach aus. Die Chance müssen wir dann nutzen hier. Noch ein letztes Mal Aquaknarre, dann ist geschafft. Puh. Ja, und erst jetzt Volltreffer gelandet, ist klar, ne? China haben wir damit auch verloren. Versuch's Bodycheck zu lernen. Bodycheck? Ne, vergiss es. Zu inakkurat. Nicht erlernen. Und außerdem bringt der Schaden die Attacke für den eigenen Anwender. Ich glaube, ich habe es übertrieben. Ich bin ja auch noch nicht lange Arena-Leiterin. Ich habe zu sehr versucht, jemand zu sein, der ich gar nicht bin. Ich muss die Dinge auf meine eigene Art angehen, sonst verwirre ich nur meine Pokémon. Danke, dass du mich das gelehrt hast. Du hast dir das hier wohl verdient. Und zwar ist das der Hitzeorden. Mit dem Hitzeorden gehorchen dir alle Pokémon bis Level 50, auch die, die du durch Tausch erhalten hast. Du kannst ab sofort Stärke auch außerhalb eines Kampfes einsetzen. TM50 müsste Hitzekoller sein, ja. Richtet beim Gegner großen Schaden an, aber gleichzeitig wird der Spezialangriff des Pokémon, das die Attacke anwendet, herabgesetzt. Für längere Kämpfe ist sie daher nicht geeignet. Und da tragen wir sie noch in die Pokénerv ein. Und verlassen die Arena. Und da ist Maike. Quedal, wir haben uns lange nicht gesehen. Oh, als ich die heißen Quellen aufgesucht habe, habe ich den Orden der Arena von Bad Lavastadt erhalten. Du hast anscheinend viele Pokémon gefangen. Ich meine, du hast ja schon einige Pokémon aufgezogen. Ich denke, das wirst du gut gebrauchen können. Wüstenglas. Mit diesem Wüstenglas wirst du keine Probleme haben, durch die Wüste in der Nähe von Route 111 zu gehen. Aber wow, Quedal, in Arenen anzutreten. Du strengst dich bestimmt sehr an, weil du nicht gegen mich verlieren willst. Quedal, ich glaube, ich sollte deinen Vater in der Arena von Blütenburg City herausfordern. Man sieht sich. Und da fährt sie mit dem Rad davon. Ja, und nach diesem traumatischen Kampf sehen wir uns erstmal in der nächsten Episode von Let's Play. Ich sag's mal wieder, von Pokémon Smaragd Wedlock Challenge. Ciao.